Meine kleinen Racker hier müssen sich richtig guten Vorrat anfuttern, damit es dann auch klappt mit der Aufzucht der Jungen, die ja bald beginnt, beziehungsweise die Brutzeit naht. Die energiereichen Erdnüsse hier, die liefern genau das, was jetzt gebraucht wird. Und dementsprechend ist der Andrang nicht weniger geworden. Auch die kleine Frau Buntspecht hier bedient sich sehr gern und ich freue mich immer sehr, wenn ich sie sehe. Sie hat allerdings offensichtlich ein Problem mit diesem Nussspender hier, der die Nüsse durch ein Kunststoffnetz hält, und das ist auch der Grund, warum ich später damit aufgehört habe, solche Sachen zu verwenden und die Nüsse lieber ausstreue. Schlussendlich hat sie es dann doch geschafft, so eine halbe Nuss da herauszufriemeln. Die Meisen sind etwas geschickter, was das betrifft. Aber so richtig wirklich satt wurde sie davon bestimmt nicht. Da schaut sie doch lieber noch einmal in der Rinde nach Maden oder irgend so etwas, was sich dort verstecken könnte.